Hallo, mein Name ist Daniela Frempong-Manso. Ich beschreibe meine Bilder. Da ist in meinen Bildern meistens sehr oft um Beziehungen geht oder um das Festhalten von Momenten, Situationen, die prägend für mich waren, bietet sich das jetzt gut an. Bildaufbau und Aussage. Oftmals ist es eine statische Darstellung von Figuren, die aber gleichzeitig elastisch wirken und oft ineinander verstrickt sind. Es ist so eine Art Miteinander und auch Gegeneinander, gleichzeitig. Jede Figur soll eine bestimmte Emotion repräsentieren. Durch die Verstrickung und die Gegenüberstellung der Figuren entwickelt sich oft beim Betrachten eine Geschichte oder auch nicht. Der Betrachter soll die Möglichkeit bekommen, unvoreingenommen seine eigene Emotion mit seinen eigenen Emotionen konfrontiert zu werden. Im besten Fall. Hier und da ist es auch, ergibt sich auch mal so dynamische Darstellungen von Figuren. Die Figuren befinden sich dann oft in Bewegung, teilweise schwebend, tanzend oder hilflos einer Naturgewalt ausgesetzt. Ein Sturm, ein Strudel oder eine Art von ekstasischem Zustand. Die Figuren finden sich scheinbar in einem leeren Raum und allein durch die Bewegung entsteht dann oftmals eine Szene. Und dann gibt es auch noch kleinformatige Bilder von mir. Im Aufbau ganz ausgerichtet auf Ausdruck, emotionale Tiefe, reduziert auf klaren Linien, gekennzeichnet von subtilen Verletzlichkeit. Vordergründlich soll hier ein Gefühl der Leichtigkeit vermittelt werden. Im Gegensatz zur zerbrechlichen Blässe von den Farben besitzen die Figuren eine unverkennbare Stärke. Intensiv, aber leicht, stark und gleichzeitig zerbrechlich. Dieser Gegensatz soll Raum zur individuellen Interpretation schaffen. Dankeschön.